Das japanische Kompakt-SUV, der neue Mitsubishi Eclipse Cross, ist nun auch als Plug-in-Hybrid in Österreich erhältlich. Damit weitet Mitsubishi sein erfolgreiches Plug-in-Hybrid-Angebot aus. Der Eclipse Cross Plug-in-Hybrid kommt mit einem umfangreichen Facelift vorgefahren. Eine neu gestaltete Front mit der Neuinterpretation des Mitsubishi-typischen Dynamic Shield Design. Schlank geformte, pfeilförmige Scheinwerfer und ein neu designter vorderer Stoßfängerschutz lassen die Front zwar typisch dynamisch, dennoch etwas bullig wirken. Die Silhouette wirkt schlank. Die Seitenansicht mit dem nach hinten abfallenden Dachverlauf mündet in das Heck mit neu gestalteter Heckklappe und Heckscheibe. Mit einer Länge von 4,54, einer Breite von 1,8 und einer Höhe von 1,68 Metern ist der Eclipse Cross eher groß für ein Kompakt-SUV. Der Radstand beträgt 2,67 Meter. Wir finden, das Facelift hat dem Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid wirklich gut getan. Auch das Interieur wurde überarbeitet und noch mehr aufgewertet. Mit den silberfarbenen Akzenten im sonst schwarz gehaltenen Interieur wirkt der Innenraum elegant und edel. Ein 8 Zoll Infotainment Touchscreen ermöglicht dem Fahrer eine optimale Sicht auf sämtliche Informationen und gehört zur Serienausstattung. Lautstärke und Klimabedienung werden klassisch und unkompliziert über Tasten und Drehregler bedient. Das Kofferraumvolumen wurde um 7% auf 471 Liter vergrößert. Bei umgeklappten Rücksitzen fasst der Kofferraum großzügige 1108 Liter. Unter der Haube platzieren sich zwei Elektromotoren und ein Benziner. Ein 82 PS starker Elektromotor an der Vorderachse und ein 95 PS starker Elektromotor an der Hinterachse, die mit einer 13,8 Kilowattstunden Antriebsbatterie und einem 2,4 Liter Benzinmotor kombiniert werden. Die Systemleistung kommt auf 188 PS. Das Allradsystem Super All-Wheel Control sorgt für optimale Kontrolle auch auf unwegsamen Geländen. Je nach Ausstattungsvariante ist der Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid ab einem Preis von 34.745 Euro erhältlich.